So romantisch. Ein altes Märchen sagt, wenn sich zwei Menschen im Schein des Nordlichts küssen, schmiedet sie das Schicksal für immer zusammen. Pass doch auf, du bist auf meinen großen Zeh gestiegen. Jona! Au, 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 au. Im Kampf trage ich keinen Kratzer davon, aber du brichst mir den Zeh. Die Gelegenheit habe ich wohl vertan. Was soll ich nur mit Rouge machen? Ich bin doch im Training. Aber jedes Mal, wenn ich in ihrer Nähe bin, lasse ich mich so schrecklich ablenken. Ist was passiert, Rouge? Rioma! Bleib liegen! Nicht bewegen! Auch wirklich nichts passiert, Rouge? Nein, nichts, aber mein Powerstone haben sie mitgenommen. Was? Rouge, du hast deinen Powerstone verloren? Wie konntest du nur so unachtsam und dumm sein, Rioma? Ich kann es mir auch nicht erklären. Außerdem würde ich sagen, muss man so etwas doch merken. Was habt ihr euch da draußen auch so spät noch herumgetrieben? Tja, ich... Hör endlich auf, es war meine Schuld, es ist allein meine Idee gewesen. Ach, ihr beide hättet es besser wissen müssen. Mist, wenn ich wenigstens noch bei euch gewesen wäre. Das war wirklich ein schreckliches Erlebnis. Wie hat denn dieses Monster ausgesehen, Rioma? Naja, es war mindestens doppelt so groß wie ich. Und es sah aus wie ein riesengroßer schwarzer Hund. Nur hat es zwei abscheuliche Köpfe. Haben Sie gesagt, zwei Köpfe? Hm? Also wenn Sie mich fragen, sieht das ganz nach dem legendären Monster aus. Legendär? Wieso? Um welche Legende handelt es sich, Apollos? Wissen Sie, es geht dabei eigentlich um einen Hund mit zwei Köpfen, der Cerberus heißt und den Hades bewacht. Den Hades? Tch, das wird ja immer schöner. Cerberus, der Wachhund aus dem Hades? Ha, das musst du dir eingebildet haben. Ich bilde mir gar nichts ein. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Das ist ein gefährliches Monster, Falcon. Ich gehe schon mal. Ich mache mir wirklich ernsthafte Sorgen um meinen Powerstone. Er ist ganz offensichtlich in die Hände des Bösen gefallen. Also ich weiß nicht, aber ich habe kein gutes Gefühl dabei. Aber weswegen? Wenn die Powerstones Träume wahr werden lassen, dann... Ja, was ist dann, wenn der Böse einen in seinen Händen hält? Denk gar nicht darüber nach und mach dir keine Sorgen, Rouge. Ich werde dir deinen Powerstone zurückholen. Ach, und wie willst du an die Sache herangehen, du Flachpfeife? Junger Herr, ein Polizeiinspektor ist hier. Was möchten Sie bitte? Naja, so wurde er von uns aufgefunden und seitdem liegt er hier im Koma. Als freier Mitarbeiter von diversen Boulevardzeitungen hat er sich eine Menge Feinde gemacht. Also, Monsieur Falco, wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich Ihnen jetzt gerne einige Fragen stellen. Hä? Haben Sie sich bei der Zeitung nach Monsieur Bulls Adresse erkundigt? Ja. Und zu welchem Zweck? Augenblick mal, soll das vielleicht heißen, Sie verdächtigen Falcon in dieser Sache? Nun ja, wir sammeln zurzeit nur Beweise, Mademoiselle. Der Aussage eines Nachbarn zufolge hatten Sie einen heftigen Streit mit dem Opfer. Nöschbar? Natürlich, ich war verärgert. Es ging um einen Artikel, den er verfasst hatte. Das ist ja schon sehr interessant. Wissen Sie, an welchem Artikel er sonst noch gearbeitet hat, Monsieur Falco? Er hat diesen Artikel geschrieben, in dem Velges des Betrugs bezichtigt wird. Velges hat nie im Leben jemand betrogen. Dein großer Held! Und? Hören Sie auf damit! Haben Sie irgendwelche Tiere gesehen? Hm? Wissen Sie, die Ärzte glauben, dass seine Verletzungen von einem nicht näher definierten Tier stammen könnten. Um solch schwere Verletzungen zu verursachen, müsste es ein entsprechend großes Tier gewesen sein. Etwa ein Hund oder ein Wolf. Hm? Ein Hund? Ja, oder wie dieses Biest, das Rouge angegriffen hat. Da sind mir zu viele Zufälle im Spiel. Hey, Augenblick mal. Was ist denn mit diesem Kämpfer Holter? Ja... Holter, mit dem scheint irgendwas nicht zu stimmen. Und, gefunden? Nein. Mir rennt langsam die Zeit davon. Soll das ein Witz sein? Nein, es ist schon spät und ich muss mich noch mit Velges treffen. In Kürze. Wir suchen nach Rouge's Powerstone. Das ist ja wohl auch wichtig, oder findest du vielleicht nicht? Ja, aber das Treffen mit Velges auch. Er hat mir angeboten, bei ihm mitzumachen. Das ist meine einzige Chance, meinen Traum wahr werden zu lassen. Falcon! Hm? Beeilung, wir haben ihn gefunden! Hm.
Entschuldigung. Hm? Jetzt, da wir dich gefunden haben, wollten wir dich fragen, warum du gestern auf dem Markt diesen Reporter verprügelt hast, der den Bericht über Velges verfasst hat. Wir haben ihn so böse verprügelt, dass er jetzt bewusstlos in der Klinik liegt. Hat das was mit Velges zu tun? Was soll das mit Velges zu tun haben? Ich habe keine Ahnung davon. Ach ja? Und wie erklärst du dann die Verletzung an deinem linken Arm? Verschwinde! Halt! 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 Stehen bleiben! Und jetzt stehst du mit dem Rücken zur Wand. Es gibt keinen Ausweg. Das hätte ich niemals für möglich gehalten. Es sieht unbesiegbar aus. Wieso ist es jetzt so eiskalt? Und es fängt an zu schneien. Leg los! Genau. Ja. Es wird langsam Zeit, in See zu stechen, Sir. Lass uns noch eine Minute warten. Dran, Eiermee. Gut. Klingen Wirbel! Power Explosion! Power Explosion! Ist das nun ein Dämon oder ist das ein richtiger Mensch? In jedem Fall ein schrecklicher Albtraum. Hey, wo ist der Powerstone geblieben, den du hattest? Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Sämtliche Muskeln tun mir weh. Hör zu, zieh jetzt keine Show an! Richtig dich nicht auf, Ferkel. Wo bin ich bloß? Ich begreife gar nicht, was passiert ist. Was habe ich denn getan? Gibt es irgendetwas, woran du dich erinnern kannst? Denk darüber nach. Oh, ich erinnere mich. Wartet mal. Velges hat mich gebeten, mich ihm anzuschließen. Und dann bin ich wohl... Und dann bin ich... Oh. Also für mich sieht das Ganze aus, als wäre sein Gedächtnis vollkommen gelöscht worden. Junger Herr! Ich habe eine wichtige Nachricht für Sie! Zu spät, Kleiner. Zeit für uns, in See zu stechen. Die Familie steckt in einer Krise. Komm so schnell wie möglich nach Hause. Unterschrieben von meinem Vater. Was könnte da bloß geschehen sein? Oh, Falcon. Meine Suche ist zu Ende. Ich reise nach Hause. Der Legende zufolge hält der Besitzer eines Powerstones die Macht in Händen, Leben zu vernichten oder zu schaffen, Dunkelheit heraufzubeschwören oder gleißendes Licht erstrahlen zu lassen. Die Macht, jeden Traum wahr werden zu lassen.